Einlegen. Einlegen. Ablegen. Auflegen. Drauflegen. Flachlegen. Umlegen. Nein, darum geht es jetzt nicht, sondern um das Auslegen. Ja, ja, die Auslegung. Die Auslegung. Die Auslegung. Die Auslegung. Der Kernbestandteil der Definition und zu Teilen auch der Subsumption. Die Auslegung ist essentiell für Jura. Eine gute Auslegung macht einen guten Juristen aus. Wenn du Erfolg im Jurastudium haben willst, gibt es nichts, rein gar nichts Wichtigeres, als die Kunst der Auslegung zu beherrschen. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die Auslegung für dich ist. Very, very wichtig. So wie in der Schule in Deutsch die Interpretation die Königsklasse gebildet hat, in Sport ein nicht allzu fettleibiger Körper und in der Evolutionsbiologie die Kenntnis des Quastenflossers, ist für uns Juristen die Auslegung unser Herzstück. Die Auslegung von Gesetzen, Rechtsgeschäften und Willenserklärungen ist der diebste Kern der Judikative. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Auslegung von Gesetzen. Die wird bei Otze vor allem bei der Aufstellung der Definition relevant, wie du dich vielleicht noch aus Folge 1 erinnern kannst. Folgendes wird dir ständig im Studium erzählt werden. Vor allem im Anfangssemester werden dir in jeder Vorlesung mindestens einmal die vier Elemente der Auslegung an den Overhead-Projektor geklatscht. Wortlaut, System, Historie, Telos. Aber bevor wir uns jetzt angucken, was diese Teile im Einzelnen bedeuten, gehen wir erstmal einen Schritt zurück und beschäftigen uns mit dem oldschooligsten Thema überhaupt. Geschichte. Auch wenn Rechtsgeschichte nicht gerade the sexiest term alive sein mag, ist es manchmal fürs Gesamtverständnis ganz geil zu wissen, wo etwas herkommt, um zu verstehen, warum es etwas gibt. Gucken wir uns also erstmal an, von wem das kommt. Im Fall der Auslegung kommt das im Wesentlichen von ihm hier. Friedrich Karl von Savigny. Den Namen kannst, sollst, musst du dir merken. Friedrich Karl von Savigny. Bis zur mündlichen Prüfung im zweiten Examen. Wenn dich irgendein Rechtsgeschichtsfanatiker fragt, wissen Sie auch, auf wen das zurückgeht? Lautet deine Antwort quasi immer, wenn du es nicht besser weißt, Friedrich Karl von Savigny. Viel wichtiger noch, als dass du dir den Namen merken kannst, sollst und musst, ist, dass du ihn dir merken willst. Du hast dich entschlossen, Jura zu studieren, dich der Gerechtigkeit zu verpflichten, den Hauptbestandteil deines Lebens dem möglichst ausgewogenen Ausgleich divergierender Interessen deiner geliebten und juristisch ungebildeten Mitmenschen zu widmen. Also willst du wissen, wer war Friedrich Karl von Savigny? Friedrich Karl von Savigny lebte von 1779 bis 1861, war Personal Consultor des damaligen Königs von Preußen, Privatjuralehrer der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, der Grundsteinleger für dieses Buch und alles in allem wahrscheinlich der krasseste deutsche Rechtsgelehrte Everman. So hat der gute Mann mit nicht mal Mitte 20 hier in diesen Jahren dargestellt auf einer Radierung von Ludwig Grimm, dem dritten, nicht ganz so bekannten Bruder der Gebrüder Grimm. In diesem Alter hat er das schicke Buch Das Recht des Besitzes verfasst. Wirklich absolut genialer Shit. Indem er in bis dato nie dargelegter Tiefe locker leger dargestellt hat, was Besitz eigentlich bedeutet. Wenn ich mit dem Schiff meine Frau über den Atlantik schipper und dabei eine Flasche Rum vor mir auf der Skipperablage liegt, besitze ich dann den Schnaps? Besitze ich das Schiff? Besitze ich das Meerwasser darunter? Meine schicken Seglerschüchen? Die Dicke neben mir? Um dieses Werk soll es jetzt aber nicht gehen. Das kann man sich besser für das Sachenrecht aufheben. Hier geht es uns jetzt um das andere Hammerwerk dieses schönen Mannes. Das System des heutigen römischen Rechts. Bis auf dass das Wort heutigen etwas zu pessimistisch gewählt sein mag, in Anbetracht der nachhaltigen Bedeutung dieses Werkes, ist dieses Teil unvergleichbar genial. Man muss sich dazu zunächst klar machen, wie das deutsche Rechtssystem Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Das Recht bestand damals aus einer riesigen Sammlung. Und zwar eine riesige Sammlung irgendwelcher Texte, Gesetze, Rechtsverordnungen, Aufsätze und massenhaft Gerichtsurteilen auf Latein und Deutsch und hast du nicht gesehen, aus über Hunderten von Jahren bis zurück zum Good Old Rome. Also eine unglaublich wirre Sammlung an Rechtsquellen,
die die Grundlage der Juristerei jener Tage gebildet hat. Muss sich Savigny da gedacht haben. Very unübersichtlich. Das ist zu kompliziert. Und dazu checken die anderen eh alle noch viel weniger als ich. Also fasse ich das besser mal alles zusammen. Und das hat er mit seinem System gemacht. Das System des heutigen römischen Rechts besteht aus 8 Bänden, die Savigny in einer Zeitspanne von knapp 10 Jahren rausgehauen hat und indem er auf tausenden von Seiten einfach mal versucht hat, aus purer Rechtsanarchie eine stringente Linie herauszuarbeiten. Der Mann sieht also nicht grundlos auf dem Bild hier so fertig aus. Er hat es sich erarbeitet. Jedenfalls, in seinem System des heutigen römischen Rechts hat sich Savigny in einigen Unterkapiteln auch mit der Auslegung befasst. Also was das genau ist, was die Juristen schon damals, seit Jahrhunderten mit den Gesetzen und Normen so machten. Unter Grundregeln der Auslegung hat er die Auslegung als einer der ersten in 4 Bestandteile untergegliedert. Fast genau die Bestandteile, die wir heute noch verwenden. Außerdem hat er bestimmt, was Auslegung eigentlich ist. Aber was genau ist Auslegung jetzt? Und was bedeutet das? Schauen wir mal, was Savigny dazu so geschrieben hat. Jedes Gesetz ist dazu bestimmt, die Natur eines Rechtsverhältnisses festzustellen, also irgendeinen Gedanken, sei er einfach oder zusammengesetzt, auszusprechen, wodurch das Dasein jenes Rechtsverhältnisses gegen Irrtum und Willkür gesichert werde. Soll dieser Zweck erreicht werden, so müssen die, welche mit dem Rechtsverhältnis in Berührung kommen, jenen Gedanken rein und vollständig auffassen. Dieses geschieht, indem sie sich in Gedanken auf den Standpunkt des Gesetzgebers versetzen und dessen Tätigkeit in sich künstlich wiederholen, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehen lassen. Das ist das Geschäft der Auslegung, die wir daher bestimmen können als die Rekonstruktion des dem Gesetze innewohnenden Gedankens. Und etwas weiter hinten notiert er in einer Fußnote. Dieses Ziel des Verfahrens auszudrücken, ist der Name Auslegung, Explicatio, besonders geeignet, indem er darauf geht, dass das in dem Wort Eingeschlossene an das Licht gezogen und dadurch offenbar gemacht werde. Wenn man sich das so durchliest, lässt das im Wesentlichen 2 Schlüsse zu. Variante 1. Savigny war nicht nur ein Genie auf dem Gebiet des Rechts, sondern kannte sich auch mit der Verwendung von berauschenden Pflanzen aus und hat die mit Abstand besten Inside-Outs des 19. Jahrhunderts in ganz Marburg und Umgebung gebastelt. Wow, das ist das Geschäft der Auslegung. Die wir daher bestimmen können als die Rekonstruktion des dem Gesetze innewohnenden Gedankens. Variante 2. Es gibt tatsächlich einen Grund dafür, warum dieser Kerl derart als Genie gehandelt wird, dass jeder Rechtsprofessor in Deutschland dem Mann die Innenseite seiner Oberschenkel küssen würde, wenn er ihm einmal persönlich begegnen dürfte. Die Auslegung ist die Rekonstruktion des dem Gesetze innewohnenden Gedankens. Das in dem Wort Eingeschlossene muss ans Licht gezogen und dadurch offenbar gemacht werden. Bei aller scheinbaren Verwirrung, die der Text beim Auslösen mag, glaub mir eins. Ein Mann von dem Geiste schreibt nichts, wirklich nichts, ohne sich dabei was zu denken. Was meinte Savigny also damit? Man soll dem Gesetz innewohnenden Gedanken rekonstruieren. Ganz einfach, du als Jurist interpretierst das Gesetz. Du bist der Interpret, was so viel wie Vermittler, Übersetzer bedeutet. Aber eben nicht wie im Musikbusiness oder im Deutschunterricht, wo die Interpretation auch zu Teilen subjektiv erfolgen kann und manchmal auch in der Beschreibung von hervorgeholten Gefühlen resultiert. Zum Beispiel, was hat sich Charles Bukowski dabei gedacht, empfunden, gefeiert, wenn er schreibt? The bedroom had this room break encircling the bed. There were pots and the pots had geraniums in them. When I went to bed with Joyce the first time we worked out, I noticed the boards begin to wave and shake, then plop. Oh, oh, I said, what's the matter now?
asked Joyce. Don't stop! Don't stop! Baby, a pot of geraniums just fell on my ass. Don't stop! Go ahead! All right, all right. I stoked up again. Was going fairly well. Then, oh shit! What is it? What is it? Another pot of geraniums, baby. Hit me in the small of the back. Rolled down my back to my ass. Then dropped off. God damn the geraniums! Go ahead, go ahead! Oh, all right. All through the workout, these pots kept falling down on me. It was like trying to screw during an aerial attack. I finally made it. Sondern wie immer als Jurist orientierst du dich bei der Auslegung von Gesetzen an möglichst rationalen Kriterien. Genauer an der Ratio Legis. Die Rekonstruktion seines Gedankens heißt, verstehe den Gedanken des Parlaments. Verstehe, was sich die Leute, die sich das Gesetz ausgedacht haben, beim Ausdenken gedacht haben. Du musst also den Urgedanken ausfindig machen, der in dem Gesetz enthalten ist. Warum wurde dieses Gesetz erlassen? Wer hat es in welcher Zeit erlassen? Welches Ziel hatte es? Wie soll es auf die unterschiedlichen Interessen zwischen Staat und Volk oder zwischen Mensch und Mensch einwirken? Auf den Punkt gebracht, es geht um Verständnis. Bei der Auslegung von Gesetzen schaust du auf den Gesetzgeber. Und bei dem denkt man nicht, was hat er gefühlt? Du denkst, was hat er gedacht, beziehungsweise sich da erdacht? Und das Ganze, was dabei rauskommt, musst du auf die jeweilige Situation übertragen. Der hat mir was geklaut, Hand ab. Der hat meine Frau gefickt, Schwanz ab. Der hat meinen Edeldalmatiner überfahren, der gehört lebenslänglich hinter Gitter. Das ist Gefühl. So denkt der Jurist aber eben nicht. Der Jurist ist der Vermittler zwischen Norm und Sachverhalt. Der Jurist fragt sich, was hätte der Gesetzgeber gedacht, wenn er den konkreten Einzelfall gekannt hätte, als er sich das Gesetz ausgedacht hat. Du guckst dir alles an. Du schaust wie der Gesetzgeber nicht nur in dein Herz, sondern betrachtest möglichst allumfassend das Ereignis im Ganzen. Im Strafrecht zum Beispiel. Die Tat, der Täter, die Opfer, die Umstände, die Hintergründe, den Moment des Geschehens sowie das, was vorher und hinterher war. Du verstehst, was passiert ist. Und du verstehst, wie der Gesetzgeber die Situation bewertet hätte. Du bist der Vermittler zwischen Recht und Mensch. Du legst das Gesetz aus. Du legst die Bedeutung aus. Du holst die dem Gesetze innewohnenden Gedanken hervor an das Licht. Das ist deine Aufgabe. Jetzt, im Studium und später im Beruf. Das erhoffen sich deine Leute von dir, wenn sie sich aus Versehen ein Filmchen auf Pornhub reingezogen haben und dich nun fragen, muss ich dafür jetzt bezahlen? Dann guckst du dir an, welche AGB der Gesetzgeber okay findet, was in den Bedingungen der Website stand, ob die okay sind oder halt gerade nicht, damit dein Homie eben nicht seine Eltern um 500 Ocken anbetteln und erklären muss, warum die Studiengebühren in diesem Semester gleich zweimal angefallen sind. Was glaubst du, warum Juristen seit jeher in so vielen Wirkfeldern bis in die Führungsebene hinein so gefragt sind? Wegen ihrem Prädikatsexamen? Vielleicht auch, weil man damit einen gewissen Biss bewiesen hat. Aber das Prädikatsexamen bringt dir nach dem zweiten Examen in der Praxis eigentlich nicht mehr allzu viel. Geil ist der Jurist, weil er auslegen kann. Weil er sich quasi in jeden sprachlich erfassbaren Sachverhalt hineinversetzen kann. Und ihn in Form und Norm zu pressen weiß. Der Jurist kann Sachverhalte abstrakt erfassen. Er kann wie ein Gesetzgeber, ein Parlament, die Sache von oben betrachten. Aber genau das machst du nicht irgendwie, so nach Lust und Laune und Gefühl. Nein, der Jurist befolgt über allem artig die Regeln. So auch bei der Auslegung, wenn du den Gedanken des Gesetzgebers zum Schutz vor Willkür rein und vollständig erfassen willst. Vier wesentliche Elemente haben sich da von Savigny bis heute als die wesentlichen Grundstücke herausgestellt, von denen her wir uns ein Gesetz anschauen. Wortlaut, Systematik, Historie, Telos. Diese vier Dinger befolgen eigentlich keine feste Reihenfolge. Oder, um es mit Savignys Worten zu sagen, nur wird freilich bald die eine, bald die andere wichtiger sein und sichtbarer hervortreten. Soll sagen, keine Methode ist besser als die andere oder hat mehr Gewicht. Es kommt immer auf den Einzelfall der Gesetzesanwendung an. Nichtsdestotrotz kann ich dir nur empfehlen, in den ersten Jahren deines juristischen Lebens immer genau diese Reihenfolge bei jeder Anwendung nacheinander abzuhaken. Glaub mir, das wird dich erstaunlich weit bringen. Und so machen wir das jetzt auch.
Und zwar Learning by Doing anhand eines kleinen Beispielfalls. Wir schauen uns jetzt jede einzelne dieser Methoden hintereinander an. Um dir zu zeigen, wie universell dieser Vierer-Kanon einsetzbar ist, machen wir das Ganze anhand eines Gesetzes, das es so eigentlich gar nicht mehr gibt und das quasi bis in die Anfänge der Existenz von auslegbaren Gesetzen reicht, auf denen unser Rechtssystem beruht. Diese Auslegungsmethode kannst du nämlich auf wirklich jedes Gesetz anwenden, das es gibt, gab oder noch geben wird. Und hier gilt ausnahmsweise auch keine Beschränkung auf irgendein Land. Ich zum Beispiel habe in Brasilien, Thailand und Neuseeland mit Recht gearbeitet und es galt dasselbe wie in Deutschland. Eine saubere Anwendung des Vierer-Auslegungskanons macht jeden Vorgesetzten und jede Vorgesetzte happy happy.